Herzlich willkommen zu den Highlights aus meiner persönlichen Sicht zum dritten Lauf des Chevrolet Cruze Eurocup im Automotorum Grobnik, Kroatien. Einmal die Startaufstellung für euch. Von der Pole startet das Rennen Sven Großmann mit einer 1:55.343. Ich bin das Rennen von 3 gestartet, wie ihr vielleicht im vorhergegangenen Qualifying sehen konntet, hatte ich da so ein bisschen Probleme gehabt. Am Limit das Fahrzeug 2-mal verloren. Relativ stark über die Vorderachse geschoben, 1,775 Sekunden Rückstand zu Sven. Und da sind wir auch schon direkt am Rennstart, 25 Minuten das Rennen, Sprintrennen, die Ampeln sind an, Ampeln gehen aus, relativ gut erwischt den Start, zweiter Gang jetzt direkt dran geblieben, vorne links in dem Magnetschopf-Fahrzeug, das Auto von Jörn Dietrich, der jetzt in dem Moment Sven Großmann überholt hat, jetzt also Dietrich an 1, Großmann an 2, ich bin knapp hinter Großmann, der jetzt an dieser Stelle die Tür zumacht, wodurch ich ordentlich Schwung verliere und er wieder davon ziehen kann. Ich habe meinen dritten Platz habe ich gehalten, bin aber noch im Zweikampf gegen den vierten Platzierten, den man jetzt eben noch leicht im Außenspiegel sehen konnte. Also ist direkt schon ab Rennstart geht es relativ eng zur Sache. Das alles bei sehr hohen Temperaturen, über 30 Grad. Im Fahrzeug haben wir knapp 50 Grad gehabt. Die Sonne auch sehr stark am Strahlen. Also es tut mir an dieser Stelle leid, dass wir da so ein bisschen Probleme hatten mit dem Bild, dass das übertrieben hell ist. Ich habe das noch ein bisschen versucht für euch nachzubearbeiten, ein bisschen abzudunkeln. Hier auch wieder volles mit meiner Problemkurve, wo ich im Qualifying schon einige Probleme hatte. Bergauf-Passagen, aber eben relativ gut durchgekommen habe, Schwung mitnehmen können. Aber man sieht jetzt an dieser Stelle, wie schon Björn Dietrich vorne das Rennen als Führender so ein bisschen dominiert. Dahinter Sven Großmann, ich an dritter Stelle. Jetzt auch wieder hier spät auf der Bremse. Direkt die Motorbremse mit uns runtergeschaltet, zweiten Gang und jetzt hier wieder mit Schwung raus. Ich habe auch immer so ein bisschen experimentiert, mir das überlegt, was passt besser. Schalte ich den zweiten Gang runter oder nutze ich noch den dritten Gang? Dritter Gang heißt natürlich dann im Grunde auch, dass ich weniger schalten muss. Zweiter Gang, da muss ich dann halt eben mehr schalten, aber auch unter Umständen ein bisschen mehr Schwung raus. Also muss man einfach herausfinden. Da geht es auch schon in die zweite Runde. Ja, auch wieder relativ spät auf der Bremse. Hier konnte ich wieder ein bisschen Zeit machen, wieder ein paar Zehntel aufholen auf Sven Großmann. Also ich habe natürlich wirklich versucht, am Start auch dran zu bleiben vorne am Trio, weil ich genau gewusst habe, wenn ich die vorne ziehen lasse, dann war es das mit dem Sieg. Ich ja dieses Wochenende mit dem Ravenol Chevy unterwegs gewesen. Die Autos werden ja immer durchgetauscht, sodass die Chance gleich ein bisschen erhöht wird, weil die Autos doch Unterschiede aufweisen. Auch das ist eines der einzigartigen Dinge, die die Rennserie aufweist, der Chevrolet Cruze Eurocup, der auch wieder voll ist. Also man sieht wirklich, ich arbeite dran im Auto, das Auto wirklich immer voll zu pushen, immer weiter mein Tempo zu steigern und wirklich auch die Chance zu haben, dran zu bleiben. Hier habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen wieder an Abstand verloren habe, dass der Abstand wieder ein bisschen größer geworden ist. Auch immer ein bisschen die Kurven geschnitten. Versucht so ein bisschen Weg zu sparen. Auch relativ spät, sogar die Vorderräder schon am Blockieren gewesen. Und jetzt sieht das so aus, als ob gleich Sven Großmann und Björn Dietrich angreift, die sich so ein bisschen betteln, was mir natürlich dann wieder in die Karten spielt. Aber durch diesen Windschatten ziehen die sich natürlich auch. Also der fehlt mir, ich habe kein Fahrzeug vor mir und die Möglichkeit hätte jetzt mit Windschatten ein bisschen Geschwindigkeit zu machen auf den beiden langen Geraden. Ja, und jetzt ist ja der Sven Großmann, hat sich kurz
ganz angetäuscht. Jetzt hier wieder konnte ich mir ein bisschen gut machen. Das ist also wirklich der erste Sektor, wo ich ein bisschen auf das Spitzenduo vorne so ein bisschen aufholen kann, während ich in der Bergauf nach meiner Lieblingskurve, sag ich mal, an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Zeit verliere. Abstand liegt irgendwo so zwischen 2 und 3 Sekunden. 2,5 bis 3 Sekunden. Zum Platz 2. Vorne geht es dann schon viel länger, weil da geht es dann wirklich um Zehntel. War auch wieder am Rutsch gewesen, da wollte ich das Auto schon ausbrechen. Also da wollte ich das Auto wirklich ausbrechen. Hab natürlich hier versucht, die Erfahrung mitzunehmen aus dem Qualifying, das Auto auch wirklich auf der Strecke zu halten. Auch so ein bisschen mit den Reifen frühzeitig irgendwo auszuhalten. Wir müssen, wie gesagt, mit diesen Reifen das komplette Rennwochenende auskommen. Am Anfang des Rennwochenendes. Zwei neue, der Rest sind gebraucht. Und da muss dann jeder irgendwo zurechtkommen. Ich schalte mal an dieser Stelle mal ein bisschen weiter. Also noch 5 Minuten im Rennen. In der Zwischenzeit nichts Nennenswertes passiert. Also außer dass das Duo vorne so ein bisschen auf dem Grund, jetzt steht hier noch ein bisschen eine blaue Flagge steht hier an. Das heißt, hinter mir ein schnelleres Fahrzeug, was ich durchlassen muss, ohne möglichst Zeit zu verlieren. Das ist immer die Kunst dabei. Nehmen wir doch das eine oder andere Fahrzeug immer wieder dabei, was aus einer anderen Rennklasse ist. Habe ich mich jetzt hier ein bisschen weiter nach außen fallen lassen. Hat wenig Zeit gekostet, lief ganz gut, damit der Suzuki Swift an mir vorbeifahren konnte. Also nur noch wenig Zeit in diesem Rennen gehabt. Vorne das Duo weg. Platz 3 sicher. Wir auch wieder relativ weit raus. Also ich bin trotzdem noch volle Fahrt. Das Auto geht am Limit zu fahren. Zu pushen. Geerbt. Also jetzt Platz 2.
natürlich sehr schade für ihn. Er hat mehr als 75% der Renndistanz geschafft mit dem Fahrzeug, bekommt also noch Punkte. Aber natürlich jetzt nicht die 8 oder die 10 Punkte, die jetzt bei dem Sieg dann sogar noch drin gewesen wären. Also für ihn herber Rückschlag, für mich große Freude, zweiter Platz. Obwohl ich das Tempo vorne nicht ganz mitgehen konnte. Also im Schnitt fehlte mir da immer eine knappe Sekunde. Obwohl ich das Fahrzeug wirklich am Limit bewegt habe. Also die haben sich wirklich weggezogen. Vorne mit Windschatten. Letzte Runde. Da wurde die Tafel rausgehalten von der Rennleitung. Last Lap. Das zeigt für mich, letzte Runde, das Auto heile lassen. Sicher jetzt ins Ziel fahren. Keine Dummheiten mehr. Und damit 8 Punkte für die Meisterschaft einzufahren. Und damit das zweite Mal aufs Podium. Das zweite Mal auf dem Podium zu stehen. Also insgesamt 3 Ausfälle, 9 Fahrer sind angetreten, 6 noch im Rennen. Was mich natürlich megamäßig gefreut hat, dass doch der ein oder andere an die Rennstrecke gekommen ist. Es war ja bis zum Schluss klar gewesen, ob überhaupt Zuschauer da sein dürfen. Also ins Fahrerlager durfte jetzt kein Zuschauer. Außen an die Strecke haben sich dann doch noch so ein paar Hardcore-Fans wirklich hingesetzt, kampiert, auf einen Campingstuhl, Grill angeworfen und haben dann einfach Spaß dran gehabt, wie da die Rennen fahren. Also wirklich auch ein megamäßiges Gefühl. Ich hoffe, dass dann jetzt auch in Deutschland offiziell auch Zuschauer dann wirklich zugelassen sind. Ja, jetzt biege ich auch schon ein in die vorletzte Kurve. Wieder erneut hartes Anbrechen, wobei ich hier diesmal schon ein bisschen früher vom Gas gegangen bin und schon ein bisschen das Auto schone. Jetzt hier einbiegen in die vorletzte Kurve fahren. Ja, letzte Kurve. Weil man das hier nicht mal als Kurve zeigen kann. Wir sind hier auf die Startzielgerade. Zweites Podium in dieser Saison. Nach 3 Rennen, also Freude wirklich riesengroß in diesem Moment gewesen. Einfach ein tolles Gefühl. Bin letztes Jahr auch schon 2-mal auf dem Podium gewesen. Einmal den dritten Platz herausfahren. Also gute Erinnerung bisher dort. Ja, das Rennen gewonnen. Sven Großmann mit 14 Runden, 20 Sekunden, 20,8 Sekunden Rückstand dahinter. Lag ich dann in dem Rennen auf Platz 3 Aaron Morf. Also 4 Sekunden, er ist nochmal rangekommen an mich. Ich habe dann auch ein Rückspiel gesehen, aber ich habe nichts anbrennen lassen. Platz 4 Roman Holzner, da wurde es nochmal enger. Da waren es dann nur noch 1,1 Sekunden hinter Aaron Morf. Matthias Geiser und Dirk Elebracht, also Geiser 5, Elebracht 6, eine Runde zurück. Jörn Dietrich 2 Runden zurück, Sandro Ritz 4 Runden zurück, Rückstand. Patrick Huber 4 Runden. Also dann Dietrich, Ritz, Huber mit Technikpech. Ja, ich hoffe, euch hat es mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Und konnte das Rennen auch so ein bisschen genießen, so ein paar Eindrücke sammeln. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, ciao!